willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, lang ist's her, dass ich das letzte Mal ein How to Draw. Halt die Schnauze! Entschuldigung. Ein How to Draw Manga-Video gemacht habe. Und ich dachte mir, dieses Mal, weil wir ja so die ganzen Standardsachen inzwischen durch haben, könnte ich mal so ein bisschen auf die Details gehen. Also, sprich, was oft in Bildern vorkommt, ist ja irgendwelche Spitze oder Rüschen oder ganz oft auch irgendwie Ketten an den Hosen oder an den Jacken. Und ja, genau, dem wollte ich mich heute mal widmen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit der Spitze. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich das jetzt einbaue. Ich brauche ja wohl irgendwo was. Was ich mal gesehen habe, was ganz cool war, war an einer Jeans. Ich glaube, ich versuche das jetzt einfach mal für euch ein bisschen größer zu zeichnen. Also wenn wir jetzt hier unsere Jeanshose haben von keine Ahnung wem. So. Und da ist das Bein dann. Genau, und da guckt es gerade kacke aus. So eingequetscht, aber egal. Genau, und hier hätten wir dann quasi unsere Spitze. Das ist ja meistens in so Wellenform. Und damit ihr das jetzt auch seht, mache ich mal eine schöne Umrandung dazu. Mit Schwarz. So. Und das wäre dann das Bein. So. Genau, also wenn ich Spitze zeichne, dann mache ich es immer so, ich zoome erstmal hin für euch, damit ihr das auch gut seht. Zack, so. Genau, also wenn ich Spitze zeichne, dann mache ich es erstmal so, weil normalerweise ist es ja fünfeckig. Ihr seht das gerade gar nicht, was ich zeichne, aber okay. Normalerweise ist es innen drin ja so fünfeckig immer und es sind viele kleine so Fünfecke aneinandergereiht. Aber wenn ihr das alles immer zeichnet, dann werdet ihr im Leben nicht froh. Deswegen habe ich mir so angewöhnt, dass ich einfach immer so, also so ein Raster mache quasi, so. Das sieht man auf die Ferne absolut nicht mehr und es hat trotzdem denselben Effekt. Also fangen wir mal an, die ganze Spitzenreihe hier mit einem schönen Raster voll zu machen. Wichtig dabei ist, dass man eben hier nicht aus dem Rand malt und dass es immer ungefähr den gleichen Abstand hat und nicht auf einmal, keine Ahnung, 5 cm weiter weg. Dann wäre der Abstand zu groß und dann würde man sehen, ah okay, das ist gar keine Spitze, das ist einfach nur hässlich gezeichnet. Genau, wenn ihr bei sowas Probleme habt, gerade Striche nebeneinander zu zeichnen, könnt ihr natürlich immer ein Lineal benutzen. Dauert dann halt vermutlich etwas länger, aber wie bei allem, Übung macht den Meister. Und meistens hat man ja auch auf den Bildern gar nicht so eine große Fläche wie ich jetzt hier, sondern nur eine kleine, da geht das alles sehr viel einfacher. Genau, und dann schön in die andere Richtung. Genau, damit hätten wir dann schon mal das Grundgerüst. Und dann ist es ja meistens so, dass es unten an der Spitze so einen dickeren Abschluss hat. Deswegen mache ich meistens immer mit so kleinen, also es muss nicht ganz gerade sein, sondern auch einfach ein bisschen, ja, unregelmäßig einen dickeren Rand hinzumachen. Und es ist ja meistens so, dass bei Spitze irgendwie Blumenmuster mit dabei sind, Rosen oder so sind ja meistens drauf abgebildet. Ihr könnt natürlich auch alles mögliche andere drauf machen, das bleibt euch überlassen.
Ich bleibe jetzt mal bei den klassischen Rosen, weil die mir am meisten liegen. Genau, damit hätten wir schon mal den Abschluss. Und bei den Rosen ist es am einfachsten, wenn ihr einfach anfangt mit einem Punkt. Und dann könnt ihr es entweder so machen, dass es eben wirklich dickere Blüten sind, oder ihr macht gleich so eine ganz normale Blumenform quasi und macht die komplett schwarz. Also so. So die zwei Varianten würde ich jetzt zur Auswahl geben. Es sieht zwar jetzt nur aus wie ein Klecks, aber ihr könnt natürlich noch mehr Blüten hinzufügen. Im Endeffekt sieht man es dann sowieso nicht mehr bei der Spitze. Genau, und wichtig ist bei Spitze auch, dass es eben nicht nur in der gleichen Größe immer die Sachen sind, sondern wirklich in verschiedenen Größen, also und auch unregelmäßig, weil der Mensch neigt dazu, alles symmetrisch zu machen, und eigentlich ist es für uns aber immer schöner, wenn es unsymmetrisch ist, weil es dann nicht so steif wirkt. Genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier in der Ecke an mit einer schwarzen Blume. Dann mache ich hier noch eine. Genau, und was auch eine Variante ist, dass ihr einfach, seht ihr das, einfach immer in so einem Kreis quasi, oder in so einem, oh, wie nennt sich das denn, in so einem Strudel immer so ein bisschen unregelmäßig die Blumen malt. Das geht natürlich auch. Das geht fast am schnellsten eigentlich, und im Endeffekt sieht man es dann sowieso nicht mehr. So. Hier noch ein kleines hin. Ganz oft auch fängt es wirklich am Rand dann an, so wie hier. So, hier noch eine große, noch eine kleine daneben und hier noch ins Eck. So, genau, damit hätten wir schon mal die Blumen drin. Und dann sind meistens noch irgendwie verschiedene, wie nennt sich es denn? Ja, die Rosenranken zum Beispiel oder irgendwelche Kringel sind mit drin. Das kann dann entweder wirklich sowas sein, hier oder eben, keine Ahnung, dicker auch, mit einem Bobbel dran oder keine Ahnung, noch mit Blättern. Das kann alles Mögliche sein, da seid ihr vollkommen frei. Ich mache es meistens so, dass ich einfach dickere Ranken dazwischen mal, die müssen auch nicht zwingend die Rosen berühren, aber es, also ich finde, es macht immer einen ganz schönen Effekt dann. Genau, hier kann man vielleicht noch eine Ranke hinmachen und hier. So, voilà, und schon habt ihr ein bisschen Spitze da drin. Ihr könnt das Ganze natürlich noch sehr viel dichter machen, was das Raster hier drinnen betrifft, oder sehr viel weitläufiger, wobei dann Fehler eher auffallen. Aber so im Großen und Ganzen ist das der Standard. Zumindest mache ich das immer so. Genau, so viel zur Spitze. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Rüschen. Da haben wir hier so schön Platz. Und dafür male ich jetzt mal den Saum von einem Kleid. So, das Kleid geht hier rum und dann hier wieder weiter. So. Genau, bei Rüschen ist es immer so, es sind im Prinzip kleine Falten. Also es ist ja so zusammengerafft ein bisschen, und was man aber immer beachten muss, ist wie jetzt bei diesem Kleid, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache das Kleid jetzt einfach hier weiter, dass es immer hier noch drunter geht. Also das Kleid hört nicht einfach hier auf, hier, sondern es geht hier noch drunter, weil es ja eine Welle quasi macht. Genau, und für kleine Rüschen ist es am einfachsten, wenn ihr einfach wie bei so einer Kleidfalte immer so rein und raus geht. So. Und auch hier ist es wichtig, dass ihr nicht einfach nur so zack, 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 zack macht, sondern wirklich mit
fließenden Bewegungen das Ganze. Weil die Rüschen sind ja auch, also die sind ja nicht nur, gerade, sondern die sind ja auch etwas Fließendes. Genau. So, und damit ihr das wieder besser seht, werde ich das wieder für euch nachzeichnen. So. Und womit das Ganze noch viel schöner ist, wenn ihr natürlich solche, so ein bisschen wie der Buchstabe Omega das Ganze macht, nur eben nicht mit Ecken, sondern in fließender Bewegung und dadurch dann im Prinzip die kompletten Rüschen verbindet. So. Genau, und dann gehen die eben hier immer rein. Also es ist im Prinzip wie ein Kegel. So. Aber man sieht eben ab da nichts mehr und im Prinzip sieht man das hier auch nicht. Das ist ja dann nur der Schatten. Deswegen deuten wir das Ganze nur immer an. Zack, 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 zack. Und dann, wie vorhin schon gesagt, die Rüsche ist hier nicht einfach leer, sondern da sieht man noch das drunter. So, 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 so. Genau. Also im Prinzip, um es nochmal in größer darzustellen, Rüsche, so, Rüsche, so. Und dann geht es hier eben hoch, so, so. Und dann geht es hier noch so rein. Genau. Das ist im Prinzip die ganze Hexerei. Und das könnt ihr eben in so großen Abständen machen oder hier wie oben in so kleinen Abständen. Genau, und die könnt ihr im Prinzip überall anfügen, auf T-Shirts, unten am Kleid, keine Ahnung, bei Ärmeln. Kannst du jetzt mal die Klappe halten, Handy? Danke. Willst du jetzt rebellieren oder was? Okay, so viel zu den Rüschen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Ketten, weil Ketten ja auch oft irgendwo verwendet werden. Und damit man nicht einfach nur sowas... Alter. Jetzt aber. Hier, stumm schalten. Wirklich, Leute. Ich bin am Video drin. So, damit man nicht einfach nur hier so ein brillenartiges Gedöns hat. Es gibt natürlich auch wieder verschiedene Arten von Ketten. Aber wenn man sich es ganz genau anschaut, entweder sind es tatsächlich so runde oder ovalförmige Formen oder sie sind eben eckig, also so. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Also, für die ovale Kette können wir erstmal ein Oval machen. Und es besteht natürlich nicht nur aus einem 1D, 2D Oval, sondern es ist natürlich, es hat natürlich auch eine gewisse Dicke. Und damit hier nicht einfach nur so ein Strich ist, kann man hier ein etwas dünneres Oval machen. Weil wenn man dieses hier dreht, in der Perspektive wird es dann schmaler, bis es eben irgendwann tatsächlich nur noch ein Strich ist und dann wird es wieder breiter. Also ich meine, ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Ihr habt alle bestimmt schon mal, keine Ahnung, Euro oder so zwischen euren Fingern gedreht und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Genau, und hier dann auch wieder. So. Und wichtig hierbei ist eben, dass immer die Kette darüber natürlich die untere Kette verdeckt. Das heißt, diese Kette hier geht nur bis dahin und dann geht diese Kette hier drüber. Oder dieses Kettenglied. So, so, dann geht die hier drunter und die geht dann hier hinten drunter. Genauso geht die dann wieder drüber und hier hinten durch. So.
hat ein bisschen was mit räumlichem Denken zu tun, aber im Prinzip ist es ganz einfach. Also ich denke, das solltet ihr alle hinkriegen. Und bei viereckigen Ketten ist es im Prinzip genau das Gleiche. Genau, da könnt ihr auch eine schmalere Kette machen oder ein schmaleres Kettenglied und dann eben hier, so, hier würde die andere Kette weitergehen, so, so, und dann würde hier wieder eine weitergehen, die dann hier eben runtergeht. Und auch wieder genau das Gleiche von der Perspektive her. Nun müsste ich hier halt wirklich aufpassen, dass die Breite davon ein bisschen, also relativ gleichmäßig ist, weil sonst sieht es natürlich von der Perspektive her auch nicht mehr richtig aus. So wie jetzt hier habe ich einen Fehler gemacht. Genau, und hier kann man dann auch noch so ein bisschen die Ecken andeuten. Dann sieht das Ganze auch plastisch aus. Genau, oder ihr macht es so, dass ihr eben wirklich hier nur so einen Strich habt und dann eben die Kette so und dann wieder so. Wo dann eben jedes Mal das hier drüber wäre. Und die da geht jedes Mal drunter. Das wäre auch eine Variante. Genau. So. Das wäre so viel zu den Ketten. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja gut, Netzstrumpfhose sollte eigentlich klar sein. Es ist im Prinzip auch nur so ein Raster wie hier oben. Was ihr allerdings beachten müsst, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier ein Bein habt, ja, weil Netzstrumpfhose, so, dass das Bein natürlich nicht nur so ist, sondern dass das Bein eine gewisse Form hat. Ein Bein ist nämlich rund, beziehungsweise eben nicht glatt. Und das heißt, wenn ihr die Netzstrumpfhose malt, dass ihr wirklich hier so leichte Rundungen einzeichnet. So, die dann hier am Knie auch breiter werden. Das merkt ihr, also das seht ihr eigentlich eben auch bei wirklich gestreiften Strumpfhosen, dass das eben so ist. Und der Rest folgt dann eben einfach der Form. Also was hier hilft, ist ganz eindeutig, wenn ihr euch Anatomiebücher anschaut, wie Beine funktionieren und genau, dann sollte das eigentlich auch bei euch klappen. Einfacher wird es natürlich, wenn man das Ganze, also wenn man jetzt hier so ein Bein hat und das Ganze einfach schräg macht, dann müsst ihr aber trotzdem ein bisschen aufpassen, dass es einigermaßen gebogen ist dann. So. 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 Genau. Ja, das müsst ihr natürlich, also müsst ihr natürlich nicht, aber ist natürlich schöner, wenn man es nicht nur so hinklatscht, wie ich jetzt hier. Aber ja. Genau. Dann würde ich sagen, war es das soweit wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sollten noch irgendwelche Fragen sein, immer her damit. Und wenn euch noch was einfällt, was ich euch noch nicht gezeigt habe, wie man es zeichnet und ihr es gerne wissen wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin immer für die Ideen offen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.